Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen an den OKB Mobilitätstagen. Und ja, erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Und wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, heute und morgen, jeweils bis 17 Uhr Ihnen die neuen Mobilitätsmöglichkeiten hier am OKB, die wir erarbeitet haben, vorzustellen. Alles lebt natürlich vom Mitmachen, also deswegen ganz möglichst viel registrieren, mitmachen und ja, für eine neue Mobilität hier am OKB sorgen. Ja, vielen Dank. Damit ist das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Was mir aber erstmal auffällt, ist, dass wir trockenes Wetter haben. Das ist heutzutage bemerkenswert und das zeigt, dass die da oben das auch wohlwollend sehen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist ja auch klar. Aber Sie sehen, ich habe trotzdem meine Regenjacke dabei, weil wir doch immer am OKB auch auf alle Eventualitäten eingestellt sind. Und ich glaube, man kann in dieser Woche überhaupt kein Ereignis begehen, ohne nicht auch an die zu denken, ganz in unserer Nähe, die diese fürchterliche Flutwasserkatastrophe erlebt haben. Und auch da war das OKB wieder eingestellt darauf, auch mit solchen völlig unvorhersehbaren oder letztlich unvorhersehbaren Katastrophen umzugehen. Wir haben über 150 verletzte Menschen, unmittelbar Betroffene hier versorgt. Wir haben Wohnungen zur Verfügung gestellt, Spendenaktionen und so weiter. Und auch das ist OKB, immer wieder parat sein, wenn es darum geht, den Menschen in näherer und weiterer Umgebung zu helfen. Dieses Thema heute war für mich jetzt ein wirklich erfreulicher Anlass, Sie begrüßen zu dürfen, und freue mich auch, dass doch trotz all der Beschäftigung und Belastungen, die jeder hat in den Gebäuden hier um uns herum, einige kommen konnten. Ich sehe auch schon Schlangen vor den einschlägigen Ständen, das ist ganz toll. Aber es ist mir eine große Freude, zu begrüßen diejenigen, die das hier möglich gemacht haben, um die es geht. Frau Kaspari, die eigentliche Managerin und Leiterin dieses Programms ist, wird gleich noch im Einzelnen was sagen zu unserem tollen Angebot heute. Aber mir ist es eben eine Freude zu begrüßen für die einzelnen Anbieter hier die Repräsentanten. Das fängt ja an mit TWO, T-W-O, TWO. Da geht es ja um Carsharing. Ich nehme mal an, dass vielleicht im Auto dann auch mehr als zwei sitzen würden oder dürften. Aber wenn es mal mit TWO anfängt, ist das ja schon besser als das Übliche, dass immer nur einer im Auto sitzt. Das ist Herr Epperlein. Ich glaube, er ist hier unter uns. Kann man eben die Hand heben. Da ist er. Herr Epperlein, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind mit Ihrem tollen Programm. Frau Kaspari wird gleich noch Näheres dazu sagen. Dann ist uns ja im OKB wichtig, bei allem, was wir tun, dass wir einerseits sicherstellen wollen, dass das OKB diese große Arbeit für über 400.000 Patienten im Jahr, die Forschung, die Lehre, das alles machen kann auf diesem Berg mit der einspurigen Straße hierauf. Aber das wollen wir immer machen in gutem Einklang mit unseren Nachbarn. Denn wir sind ja nun nicht alleine hier, sondern wir sind diejenigen, die hier eine große Aufgabe haben, die versuchen wir so gut wie möglich wahrzunehmen. Aber nicht für uns, sondern für andere. Und unter anderem die Anwohner sind uns da sehr wichtig. Und ich meine auch Herrn Dreimann schon gesehen zu haben. Herzlich willkommen. Er ist ja in der Anwohnerinitiative schon seit vielen Jahren mit seiner Gattin, mit Satoris und anderen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile doch auch Themen, wo wir gemeinsam besessen davon sind, das zu schaffen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Stichwort hier ist das, was hier so schön abgebildet ist. Sie sehen hier Bus, Fahrrad, ich glaube, das andere ist auch so eine Art Scooter. Und darüber schwebt die Seilbahn. Und die wäre gut für die Anwohner, die wäre gut für uns. Und die
wäre auch hervorragend für alle Bonnerinnen und Bonner von nah und fern, die dann an den Tagen, wo wir es weniger brauchen, Wochenenden, Feiertage und so, diesen wunderschönen Kottenforst mit ihren Familien erleben könnten. SWB ist ein guter Partner, schon ganz lange, haben auch schon Fahrradaktionen zusammen gemacht. Ist Herr Stuch hier? Ja, hebt auf die Hand, hallo Herr Stuch. Willkommen SWB. Also ich muss wirklich sagen, gerade in den letzten Wochen, wir hatten öfter Themen, wenn es um Bustakte ging, auch die Anpassung auf Covid-19. Das hat wirklich gut geklappt und dafür sind wir sehr dankbar. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich in allen Städten, dass man sich so gut absprechen kann und immer situativ auch handeln kann. Dann gibt es, das sind ja alles ganz kreative Angebote, Cambio Carsharing. Frau Berkele ist, glaube ich, auch hier. Wo ist sie? Ganz hinten, voll bei der Arbeit. Das ist gut. Und dann auch ist dabei Frau Lehmann, auch dort. Ja. Wir wollen auch gar nicht lange unterbrechen, dass jeder diese Angebote näher kennenlernt. Aber Tier Mobility ist natürlich ganz wichtig. Wer ist da? Oder Tier Mobility, das ist ja immer eine Frage, wie man es ausspricht. Wer ist da? Ja, Sie. Sagen Sie nochmal Ihre beiden Namen. Herr Russ. Herr Russ, ja. Und Frau Heidmann, herzlich willkommen. Und was da anzubieten ist, das sehen Sie in voller Pracht vor den beiden stehen. Diese E-Scooter, das ist auch was ganz Tolles und bietet sich gerade für eine Umgebung wie hier bei uns oder weit darüber hinaus an. Ja, und last not least, natürlich, ich habe ihn schon eben im Profil gesehen, mit leicht veränderter Frisur, aber doch erkannt, auch mit Maske, unserem Rob Sharp. Das ist ja, da ist er. Ja, genau. Früher gab es das heitere Berufsraten. Da musste immer derjenige, der dann geraten werden sollte, sein wichtigstes Stück mitbringen. Und das hat er jetzt auch gemacht. Deswegen steht er da neben seinem Fahrrad. Rob Sharp hat wirklich ganz viel bewirkt hier. Natürlich arbeitet er auch mit den anderen beiden großen Arbeitgebern, mit Telekom, mit Post, DHL und eben mit uns als drittgrößten Arbeitgeber hier in der Region. Aber was ist der Unterschied? Und ich glaube, dass gerade Rob das auch sehr schnell in dieser Infrastruktur von Bonn erkannt hat. Post, DHL und Telekom.